Wir haben ja jetzt schon sehr viel über die Planeten unseres Sonnensystems gelernt. Die richtige Reihenfolge der Planeten könnt ihr euch mit Hilfe eines Merkspruchs ins Gedächtnis rufen. Wer von euch weiß denn, welchen Spruch ich meine? Ja, Lisa? Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unsere neuen Planeten. Na, wer von euch kennt denn noch diese Version des Planetenmerkspruchs, den Lisa gerade aufgesagt hat? Sicherlich alle, die ihn vor 2006 gelernt haben. Denn seit dem 24.08.2006 hat unser Sonnensystem einen Planeten weniger. Und der Merkspruch war plötzlich nicht mehr korrekt. Wie kam es überhaupt dazu, dass Pluto, der seit seiner Entdeckung im Februar 1930 als neunter und äußerster Planet unseres Sonnensystems bekannt war, plötzlich 75 Jahre später degradiert wurde? Und durften die das überhaupt? Die sind in diesem Fall die Mitglieder der Internationalen Astronomischen Union, die sich 2006 in Prag zusammensetzten und eine Definition für den Begriff Planet aufstellten. Ein Planet ist ein Himmelskörper, der sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, dessen Masse so groß ist, dass er eine näherungsweise kugelähnliche Gestalt hat und der das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn ist. Das heißt, diese über die Zeit durch sein Gravitationsfeld von weiteren Objekten geräumt hat. Laut dieser Definition ist Pluto ab sofort kein Planet mehr und wird stattdessen zum Zwergplaneten erklärt. Pluto ist für einen Planeten einerseits einfach zu klein. Andererseits kreist er aber auch nicht alleine auf seiner Bahn um die Sonne. Der Gute hat einfach nicht aufgeräumt. Ist aber auch eine Unordnung. Mann, Pluto, räum doch mal deine Sachen weg. Mann, 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 Mann. Tja, liebe Lisa aus dem Jahre 2006, wir brauchen wohl einen neuen Merkspruch. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Okay, das mit dem Merkspruch haben wir also schon mal geklärt. Doch was wissen wir eigentlich über diesen unglaublich weit entfernten Zwergplaneten? Dank der Mission New Horizons wissen wir seit einigen Jahren, wie Pluto aussieht. Die Raumsonde startete im Januar 2006 ihre unglaublich lange Reise Richtung Pluto. Und wer vorhin sehr gut aufgepasst hat, der weiß jetzt, haha, damals war Pluto sogar noch ein Planet. Ja, so schnell kann aus einer Planetenmission eine Zwergplanetenmission werden. Das ändert jedoch nichts an der Wahnsinnsleistung der Raumsonde. Im Juli 2015 raste sie innerhalb weniger Tage mit einem Abstand von 12.500 Kilometern an Pluto vorbei und lieferte uns großartige Bilder. Und das bei diesen schrecklichen Lichtverhältnissen. Immerhin ist die Sonne von Pluto 4 Milliarden Kilometer entfernt. Und die Raumsonde hatte eine Geschwindigkeit von 52.000 km/h drauf. Macht da mal vernünftige Fotos.
So wie einige Menschen auf der Oberfläche des Mondes ein Gesicht erkennen wollen, kann man mit ein bisschen Fantasie auf Plutos Oberfläche ein Herz erkennen. Seine Oberfläche besteht übrigens zu 70% aus Gestein und 30% Wassereis. Kurioserweise hat man auf Pluto nur sehr wenige Einschlagkrater finden können. Und das, obwohl er sich inmitten des Kuipergürtels befindet. Und da ist jede Menge los. Der Kuipergürtel ist quasi eine Weltraumautobahn, auf der sich unzählige Felsbrocken immer um die Sonne bewegen. Und da ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass Pluto nie oder nur sehr selten von anderen Himmelskörpern getroffen wird. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vermuten daher, dass sich die Oberfläche des Zwergplaneten immer wieder erneuert. Und zwar so, indem sich das Stickstoff- und das Methaneis, das sich ebenfalls auf der Oberfläche befindet, ähnlich wie die Gletscher auf unserer Erde, bewegen. Ihr kennt das vielleicht. Wenn man klein ist und gerne mal übersehen wird, muss man sich schon irgendwas anderes einfallen lassen, um aufzufallen. Das ist Pluto auf jeden Fall gelungen. Und ich rede hier noch nicht mal von der Diskussion, ob Pluto ein Planet oder ein Zwergplanet ist. Pluto hat auf jeden Fall bemerkenswerte Eigenschaften. Der Zwergplanet hat beispielsweise 5 Monde. Da kann keiner unserer Gesteinsplaneten mithalten. Plutos größter Mond Charon, bitte nicht hiermit verwechseln, ist halb so groß wie Pluto. Und wir dachten immer, wir könnten mit unserem Mond angeben. Die anderen 4 Monde sind recht klein und es sind bisher auch nur 2 von ihnen getauft worden, Hydra und Nix. Der Durchmesser von Plutos kleinstem Mond wird übrigens auf putzige 10 bis 25 Kilometer geschätzt. Da Pluto so unglaublich weit von der Sonne entfernt ist, hat er auch einen entsprechend langen Weg und braucht für eine Sonnenumrundung ungefähr 248 Erdenjahre. Von der Erde aus betrachtet ist er so langsam, dass er mehrere Jahre in ein und demselben Sternbild verharrt. Statt also einfach durch die Gegend zu hetzen, erkundet er jeden Ort ganz ausführlich. Ein richtiger Chiller. So, und ich nehme mir jetzt ein Beispiel an Pluto. Solltet ihr hin und wieder auch mal tun. Man sieht sich. Okay, das mit dem Zwergspruch. Okay, das mit dem Merkspruch haben wir also. Ich muss immer an den Zwergspruch. Ich hab's gleich.